Hallo und herzlich willkommen zu 2G1B. Two Guys One Bad. Liebe Freunde, ihr habt es wieder geschafft. Wir sind wieder online. Wir sind on air bei 2G1B, dem besten Wettbewerb in ganz Deutschland. Wir sind nach einer ganz kurzen Winterpause. Heute mit äußerst spektakulärem hat der DJ gerade schon so ein bisschen sneak peeken lassen, hat er reingeworfen als Information. Wir sind wieder da, voller Elan und jetzt geht's los. Jan meinte gerade, wir haben eine Wette reinbekommen von einer Kollegin. Ich konnte das jetzt noch nicht deuten, was das heißt. Ich habe auch XXL gehört. Irgendeine ganz skurrile Wette, scheinen wir einen Start zu haben. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal rein, weil ich bin auch selber gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Oh, schau das Bild. Hi, ich bin Katja, 19 Jahre alt und YouTube-Bitch. Ich wette, dass ich bei diesen 5 verschiedenen Obst und Gemüse, Moment, ich zeig's euch mal hoch, dass ich es schaffe, mit verbundenen Augen bei diesen tollen Obst und Gemüse 5 Kondome drüber zu machen. Ich habe hier 4 Kondome, weil ich die halt so oft benutze, habe ich halt jetzt irgendwie nicht 5 gefunden. Aber ich werde es einfach so machen, dass ich bei einem es abziehe und dann bei dem anderen drauf mache. Wird halt ein bisschen schwieriger, aber ist halt lustig. Und ich wette, dass ich das in 55 Sekunden schaffe. Was denkt ihr? Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Ist ja der Hammer, Mann. Hast du nur eine Sekunde zugehört? Ich war abgelenkt. Ja, ist ja mega geil. Das ist nicht mal kreativ. Das heißt, sie nimmt sich 5 verschiedene Früchte und stülpt da innerhalb. Hammer, Wett, das ist die beste Wette. 55 Sekunden, 5 Kondome drüber, beziehungsweise 4. Also über so Gurke, Banane, bla bla, ein Kondom rüberziehen. Aber sie meinte doch irgendwie, sie hat nur 4. Muss dann irgendwie eins doppelt. Ohne Spaß. Schaut's euch noch 5-mal an. Die wird das zu 1000% schaffen. Nee. Mit verbundenen Augen noch. Ach ja, verbundene Augen. Ja. Trotzdem. Ist lang, Mann. Guck mal, wie oft hattest du das bei Nacht schon im Dunkeln oder noch versucht, irgendwie den Schnee zu machen? Einmal in meinem Leben. Ja! Ja. Du guckst halt so und dann findest du den so. Oh, ja, bei dir ist halt ein bisschen kleiner, muss man länger suchen. Okay, ja, wir sind ein bisschen verwirrt. 55 Sekunden, 5 Kondome, das sind über 10 Sekunden Zeit pro Frucht. Vielleicht ist sie ja geübt und man weiß es ja nicht. Das ist so dumm. Ja, bei so einer Wetteinsendung wird man komplett mit Schugge in der Birne. Okay, wir legen jetzt fest, was ist und dann kommt Bestrafung. Bestrafung ist auch witzig auf jeden Fall. Die ganzen Früchte kommen dann nämlich in unseren Arsch rein. Gut, ich würde sagen, wir antworten einfach mal gleichzeitig, was jetzt hier der Tipp wäre, ob die gute Katja das schafft. Natürlich. Ja, okay. Dann klassisch oder? Schneik, schnick, schnong oder was? Der Verlierer ist dagegen. Okay. So kleiner Schengler. Okay, ich hab mein Symbol. 3, 2, 1. Oh, destroy. Okay, heißt ja nix jetzt. Noch heißt es nix, liebe Freunde, noch heißt es nix. Ihr seid natürlich da draußen gefragt, liebe Freunde, wir brauchen eure Stimme mal wieder. Eine Abstimmung auf Twitter hat gerade begonnen. Findet ihr in der Beschreibung, liebe Freunde, seid dabei. Helft uns, Blau und Schlau zu lösen. Wir haben Blau und Schlau gelöst. Vielleicht verschluckt sie sich auch beim Kondome befüllen. Befüllen? Mit den Früchten befüllen. Kann ja sein, oder sie stolpert über einen spitzen Stein. Ihr seht uns an, wir sind ein bisschen durch den Wind. Erstmal Katja, danke schön für diese kreative Einsendung. Hat es auf jeden Fall sehr gefreut. Was hast du denn, Mann? Ich versuche jetzt... Dieser Unterton was bei dir gerade. Unterton? Es hat uns sehr gefreut. Ja, was soll ich denn sagen? Ich bring das hier professionell über die Bühne. Also, Dankeschön dafür. Ihren Kanal findet ihr natürlich auch in der Beschreibung. Checkt da mal ab, da ist bestimmt viel los. Ich bin da manchmal drauf. Oh. Gut, liebe Freunde, ich würde sagen, an der Stelle geht es jetzt mal direkt weiter. Kommen wir zur Bestrafung. Denn da haben wir auch was Witziges am Start, auch thematisch natürlich dabei. Es ist schon so spät, ihr müsst entschuldigen. Was geht? Alles klar, passend zum Thema haben wir hier ein Kondömchen. Und dieses Kondömchen wird dem Verlierer über das Gesicht, über den gesamten Kopf gezogen. Also bis hier. Richtig, genau. So bis hier, genau. Ja, Jan meinte, und dann wird es halt mit der Nase mit Luft befüllt, bis das Ding einem um die Ohren fliegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ist behindert, oder? Ich glaube, man hat es gecheckt, also man muss so ein Kondom an seinem eigenen Kopf explodieren lassen und dann Trommelfälle platzen. So, liebe Leute, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal, dann sehen wir uns am Dienstag zur Auflösung. Tja, ist 5:30 morgens, Alter, ich kann nicht mehr. Ist echt 5:30? Ist halb. Boah. Crazy shit. Tschüssi. Two guys, one bag.